In Berlin begrüße ich nun Rüdiger Lukassen von der AfD. Guten Tag in die Hauptstadt. Schönen guten Morgen aus Berlin, Herr Wittkau. Herr Lukassen, Sie sind ja Obmann im Verteidigungsausschuss und Oberst AD. Das heißt, Sie haben langjährige Erfahrungen mit und in der Bundeswehr. Nun tragen ja die Russen den Krieg bis rund 15 Kilometer an NATO-Territorium heran mit den Bombardierungen gestern auf dem Militärgelände. Was bedeutet das für das westliche Bündnis? Also wir müssen auf jeden Fall eine dramatische Situation verzeichnen. Wir haben Krieg in Europa und wir haben ihn sehr, sehr dicht an der NATO-Grenze. Ein ganz, ganz dünner Stolperdraht, der hier existiert. Umso wichtiger es ist, dass die Regierungsverantwortlichen alles dafür tun, dass der Krieg auf die Ukraine begrenzt bleibt und dass die NATO und andere Länder, Deutschland, nicht mit in diesen Krieg hineingezogen werden. Naja, das tut sie ja aktuell auch, die Bundesregierung. Es wird ja immer wieder betont, dass es keine Sperrung des Luftraumes durch die NATO geben wird. Allerdings, wenn NATO-Gebiet angegriffen wird, dass der Bündnisfall dann greift. Und ansonsten setzt man ja auf Sanktionen und zum Beispiel auf Embargo-Strategien. Ist das aus Ihrer Sicht die richtige Reaktion der Bundesregierung oder würden Sie von Seiten der AfD andere Maßnahmen anregen? Also seitens der NATO keine Flugverbotszone einzurichten und zu überwachen ist richtig. Bei Sanktionen ist die AfD auch auf der Linie der EU. Sie muss diejenigen treffen, die das System Putin unterstützen, vor allen Dingen finanziell unterstützen. Und bei Waffenlieferungen haben wir sehr, sehr ausführlich diskutiert und sind eindeutig zu der Lösung gekommen, dass Waffen in Kriegs- und Krisengebiete weiterhin nicht geliefert werden sollen und dass in diesem Falle Ukraine, wenn es dann zu dieser Entscheidung kommen muss, dann es eine Gewissensentscheidung der Abgeordneten im Deutschen Bundestag, also unter Parlamentsvorbehalt, gestellt werden muss. Heißt das, Herr Lukassen, Sie wollen die Ukrainer sich selbst und ihrem Schicksal überlassen? Nein, auf keinen Fall, sondern die Verhandlungen und die Vermittlerpositionen, die müssen alle energisch genutzt werden. Und ich sehe auch, dass das der Fall ist, denn in diesem Landkrieg wird vielleicht Putin taktisch-militärisch gewinnen können, aber strategisch wird er verlieren. Und es geht darum, den Einstieg zum Ausstieg zu finden. Das heißt, Putin gesichtswahrend zu dem Abzug seiner Truppen zu bewegen. Und hier müssen alle Möglichkeiten ausgeschöpft werden, ob es die sind mit dem türkischen Präsidenten Erdogan oder vielleicht sogar derjenigen, die nicht mehr im Mandat und Amt sind, wie Schröder oder Merkel. Ja, was heißt denn jetzt Herr gesichtswahrend, Herr Lukassen? Die Ukrainer haben ja in den letzten 19 Tagen schlimme Erfahrungen gemacht und misstrauen ja dem Despoten im Kreml. Was heißt denn da für Sie jetzt gesichtswahrend? Ja, dass die Ukrainer misstrauen, das kann ich voll und ganz verstehen. Ich selbst als Soldat und Patriot habe absoluten Respekt vor diesem Verteidigungswillen des ukrainischen Volkes. Und ich sage auch, dieses Volk hat ein Recht auf seine Selbstbestimmung und das nutzt es auch mit den Führungspersönlichkeiten wie Selenskyj oder den Klitschko-Brüdern. Trotzdem nützt es ja nichts, dass wir schnellstmöglich in eine Nachkriegsordnung kommen müssen. Und da müssen diese Position wie Nicht-NATO-Mitgliedschaft der Ukraine, wie Nicht-Aufnahme in die EU, die müssen klar und deutlich signalisiert werden, genauso wie auch die Blockfreiheit, die zukünftige Blockfreiheit der Ukraine und gegebenenfalls auch die Diskussion darüber, ob die sogenannten Volksrepubliken
im Osten der Ukraine unter ein UN-Referendum, unter einem UN-Referendum über ihre Zukunft entscheiden sollte. Ja, Herr Lukassen, aber wo hört es dann in der Zukunft auf? Sie kennen ja auch die Briefe, die der Kreml nach Finnland und Schweden geschickt hat, wo es um mögliche Orientierung Richtung NATO geht, vor allem auch von Finnland. Ja, soll man das denn so laufen lassen oder muss jetzt nicht an diesem Punkt ganz klar gesagt werden, bis hierhin und nicht weiter? Wenn das gesagt werden würde, dann müssten auch in der Ultima Ratio Handlungen folgen, und Handlungen können nur eine kriegerische Auseinandersetzung dann sein, und das ist das, was der Westen sicherlich nicht will, zumal er auch gar nicht darauf vorbereitet ist, sonst hätten wir ja nicht vor 2 Wochen diese sehr, sehr späte Erkenntnis der deutschen Bundesregierung gehabt, dass Deutschland nicht mehr wehrhaft ist. Apropos späte Erkenntnisse, Herr Lukassen, da hat sich ja bei manchen Abgeordneten, bei manchen Fraktionen im Hohen Haus hinter Ihnen in atemberaubender Geschwindigkeit einiges geändert. Man denke nun auch an die SPD und an die steile Lernkurve, die die Sozialdemokraten durchlaufen. Wie sieht es denn mit den Lernkurven bei Ihnen in der AfD aus? Ich meine, da gab es ja in der Vergangenheit durchaus sehr viele Nähe zum Kreml, oder? Was diese Lernfähigkeit anbetrifft und die Einsatzfähigkeit unserer Streitkräfte, da sagen wir nichts Neues. Wir sagen ständig, dass die Bundeswehr unterfinanziert ist und war, dass sie ihrem Auftrag der Landesverteidigung und ihren Bündnisverpflichtungen nicht nachkommen kann. Insofern ist jetzt diese Finanzierungskampagne, die wir auch noch unterlegen möchten und wollen, mit der Wiedereinsetzung der Wehrpflicht zwingend geboten. Und dass in der AfD, um auf Ihre Frage zu kommen, es auch eine Nähe zur Russischen Föderation gegeben hat, empfinde ich als selbstverständlich. Denn wir waren diejenigen, die immer gesagt haben, Frieden in Europa gibt es nur mit der Russischen Föderation und eine gemeinsame Sicherheitsarchitektur in Europa nur mit der Russischen Föderation. Das ist leider durch diese Aggression nun erstmal zunichte gemacht. Sagt Rüdiger Lukassen von der AfD, Obmann im Verteidigungsausschuss. Ich sage danke für Ihre Zeit und schönen Tag noch nach Berlin.